Und ich bin jetzt mit unserer Korrespondentin Cornelia Wospanik verbunden. Schönen guten Tag. Was ist denn bereits über die 7 Personen bekannt, die da verhaftet worden sind? Nun, nicht sehr viel mehr als das, was wir schon gehört haben. 7 Männer, alles Osteuropäer, teilt die Polizei heute mit. Aber ganz offensichtlich hat man den Kopf dieser Bande in dieser Operation mit dem Namen Caucasian Job schon im letzten Jahr festgenommen. Das war ein Tschetschene, der im Verdacht stand, eben ein großes Netzwerk zu betreiben mit gefälschten Pässen, gefälschten Personalausweisen, ganz offensichtlich verschiedener Nationalitäten und darunter eben auch dem Verdacht, dass diese gefälschten Personaldokumente an Foreign Fighters gegangen sind, an Terrorverdächtige, an 15 Terrorverdächtige heißt es heute. Wie ist die Polizei überhaupt auf diesen Verbrecherring aufmerksam geworden? Diese Polizei ist aufmerksam geworden auf diesen Ring und hat diese Operation gestartet, gerade nach einem Hinweis aus Österreich. Und deshalb gibt es heute ja auch diesen Connex, der da hergestellt wird, weil man sagt, dass diese gefälschten Dokumente auch an Extremisten gegangen sind, an mutmaßliche Terrorverdächtige. Geht man davon aus, dass einer dieser mutmaßlichen Terroristen auch der Österreicher war? Wir wissen ja, dass ihm die Türkei die Einreise verwehrt hat und jetzt gibt es den Verdacht, das sind zumindest Mutmaßungen in italienischen Medien, dass dieser Mann im Endeffekt dann ein gefälschtes Personaldokument bekommen hat, genau über diese Fälscherbande, die da heute ausgehoben worden ist. Und ist denn schon irgendetwas darüber bekannt, wie der Kontakt zu diesem Attentäter aus Wien zustande gekommen ist? Dazu ist nichts Näheres bekannt. Man weiß aber schon etwas über die Vertriebswege dieses Netzwerks. Das soll relativ einfach gewesen sein. Wenn man sich das so anhört, da konnte man im Internet Kontakt aufnehmen und diese Gruppe hat Dokumente angeboten zu einem Preis zwischen 300 Euro und 1500 Euro. Näheres weiß man da aber noch nicht und wie gesagt auch nicht bestätigt, dass der Attentäter von Österreich tatsächlich über diese Gruppe ein gefälschtes Dokument bekommen hat. Cornelia Wospanik, vielen Dank für diese aktuellsten Informationen aus Italien.